Warum ist der Eigentumserwerb für die römisch-katholische Kirche im Land so wichtig? Also da muss man halt sagen, es ist die entscheidende Frage, die Entflechtung von Pfarrei und Gemeinde auf Ebene Land, Erzbistum, da ist die Entflechtung strukturell vorhanden. Und es ist keine andere Religionsgemeinschaft so eng mit der Gemeinde verbunden wie die katholische Kirche. Und da ist halt feststellen, dass momentan offensichtlich der politische Wille zu einer Entflechtung nicht da ist. Eigentumsfrage heißt auch Benutzungsfrage. Wenn nachher, man sagt, es ist zwar Pfarrei und Gemeinde trennt, aber die Gemeindebehörde entscheiden, was predigt werden darf, dann hätte man keine Entflechtung von Gemeinde und Pfarrei erreicht. Das ist in der Tat die Krux und da sehe ich in den letzten Jahren keinen Fortschritt, um ehrlich zu sein. Im Gegenteil, es ist eine immer noch größere Verflechtung von Gemeinde und Pfarrei entstanden. Die Freiheit der Religionsgemeinschaft, das ist natürlich was ganz Wichtiges. Aber warum befürchten Sie, dass vorgeschrieben wird, was gepredigt wird? Das nur wenn die Kirche einer Gemeinde gehört? Oder das ein Vorsteher bereits ankündigt. Also das ist so. Können Sie das wiedergeben, auch für unsere Zuhörer? Warum, in welcher Form haben die Vorsteher angekündigt? Einzelne Vorsteher haben gesagt, also wenn das Gebäude der Gemeinde gehört, auch weiterhin im Grundbuch, dann bestimmt die Gemeinde, was drinnen passiert. Es hat eine Gemeinde ein Benutzungsreglement erlassen für die katholische Pfarrkirche. Und ein Vorsteher hat genau gesagt, oder klar gesagt, wenn etwas predigt würde, was ihm nicht passt, dann gibt es ein Hausverbot. Und das ist etwas, was sicher nicht der Freiheit der Kirche entspricht. Das ist der, wenn ich es richtig verstehe, Hauptpunkt, warum es der römisch-katholischen Kirche darum geht, die Gebäude auch wirklich ja, als Eigentum zu haben. Man hat es im letzten Zeit gesehen. Ja. Es ist ein Vorsteher, der bestimmt, ob im Chorraum ein Teppich liegt oder nicht. Mhm. Das machen sie bei keiner anderen Religionsgemeinschaft. Und das sind einfach Fragen von der Freiheit von einer Religion. Wenn man bei dem System bleibt, dann ist es ehrlicher, man sagt, es ist eine Staatskirche und dann bestimmt halt der Vorsteher, ob ein Teppich dort liegt oder nicht. Dann hätten wir den Josephinismus, vor dem Sie schon gewarnt haben. Also den hätten wir nicht nur, den haben wir. Das ist Kaiser Josef II., der vorgeschrieben hat, welche liturgische Farben man verwenden darf oder dürfte und so weiter. Damals hat sich die Kirche nicht immer dran gehalten und um Freiheit gekämpft und sie tut das auch heute. Bei einer Neuordnung der Finanzierung muss ja das Erzbistum mit weniger Geld zurechtkommen, ist zu vermuten. Egal, welches Szenario da dann im Einzelnen zutrifft, aber dass es weniger Geld gibt, ist wahrscheinlich. Neu allerdings würde ja dann die katholische Kirche Eigentümerin dieser vielen Gebäude sein und müsste dann auch für deren Unterhalt sorgen. Wie soll dieser Spagat funktionieren? Er funktioniert genau gleich, wie in anderen Ländern funktioniert. Nämlich wie? Also, das ist dann auch eine spätere Sorge, um das ganz konkret sagen zu können. Noch wüssten wir nicht, wie viel Geld denn zur Verfügung steht und wie viel nicht. Und dann muss man es halt gleich machen, wie die katholische Kirche in anderen Ländern. Je nachdem hat man staatliche Mittel, in einer Art Kirchenbeitrag, oder man muss auf Spenden zurückgreifen, muss halt dann die Katholiken auch für ihre Verantwortung hinweisen, für ihr Pfarrkirchengebäude beispielsweise. Aber ich meine, jetzt konkret etwas sagen über einen hypothetischen Gesetzesentwurf, das ist schwierig. Ich kann nur sagen, es gelingt auf der ganzen Welt, die Kirchgebäude instand zu halten und das würde auch bei uns gelingen. Also böse gesagt, die römisch-katholische Kirche will, so wie es viel für uns wirklich. Sie wollen einerseits Eigentümerin sein, aber die Finanzierung soll dann die Gemeinde... Nein. Die Finanzierung geschieht dann so, wie es vorgesehen ist. Also wenn es zum Beispiel die eine Art Mandatssteuer gibt wie in Italien, dann wird man die Mittel sicher auch hernehmen für den Unterhalt von Kirchgebäuden. Wenn es eine völlige Trennung von Staat und Kirche gäbe und die Kirche allein von Spenden leben müsste, dann muss man eben sich um Spenden bemühen für den Erhalt von Kirche. Beides geht. Es gibt verschiedene Länder auf der Welt, wo das eine oder das andere System da ist und wo das funktioniert. Aber ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie man das in 10 Jahren zahlen würde, ohne zu kennen, wie in 10 Jahren die Gesetzeslage ist. Welche Gesetzeslage hinsichtlich Finanzierung hätten Sie denn am liebsten? Also ich kann nur sagen, was sich bewährt. Bewährt hat sich das italienische Modell von einer Mandatssteuer. Bei der Mandatssteuer ist ja, taucht ja folgendes Problem auf. Die Mandatssteuer ist ja eine Steuer, eine richtige Steuer im Gegensatz zur Kirchensteuer. Die ja nur Staatsbeitrag für Religionsgemeinschaften. Ja,
Insofern wäre es ein Finanzierungssystem, das am jetzigen System ähnlich oder nahe wäre. Mhm. Auch jetzt kriegt nicht nur die katholische Kirche, auch die evangelische, auch die lutheranische Kirche kriegen Beiträge vom Staat. Und das ist ja ein Grundsatz im Rechtsstaat, dass die Verwendung, die Budgetierung jedwelcher Mittel aus Steuergeldern von einem demokratisch legitimierten Gremium budgetiert wird, kontrolliert wird. Jetzt haben wir diesen Zustand. Und es wenn ist, es zu einer sowohl, Mandat, es ist sowohl in Italien, wie in Spanien, wie in Ungarn, sind alles EU-Länder, alles demokratische Länder, ist ja man Staatssteuer verfassungskonform und EU-rechtskonform, und ich bin sicher, das wäre es auch in Liechtenstein. Innerhalb von der Verwendung der Steuermittel gesehen wäre es ja doch ein Unikum, dass man gerade diese Steuer einfach den Religionsgemeinschaften gibt. Das liegt am Staatsentscheid, ob er das so will. Hm. Es ist ein Staatsbeitrag an die Religionsgemeinschaften. Staatsbeiträge an die Religionsgemeinschaften sind in der EU verfassungskonform, sind EU-rechtskonform. Das ist in Liechtenstein auch möglich. Aber ist es überhaupt realistisch? Wir haben jetzt die Mitbestimmung von demokratisch gewählten Gremien, die ja überwiegend mit den Gemeinderäten identisch sind. Aber eigentlich haben wir ja so etwas wie Kirchgemeinden in der Verfassung drin. Ist es überhaupt realistisch, dann sich ein Modell zu erhoffen, wo jegliche demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten über die verwendeten Gelder fehlen? Also, auch da ist wieder die Frage zu kurz gegriffen. Jegliche demokratische Mitbestimmung, es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt in Deutschland das Kirchsteuermodell, das auch demokratische Mitbestimmungselemente hat. Aber Sie wünschen sich ja die Mandatssteuer, nicht die Kirchensteuer. Über den diözesanen Kirchensteuerrat. Und Ähnliches kann auch bei einer Mandatssteuer sein. Also das ist die Frage dann von der konkreten Ausgestaltung. Aber ich möchte nochmal sagen, das Modell von der Mandatssteuer ist absolut EU-rechtskonform. Es ist möglich, das in Liechtenstein nicht zu führen, wenn man will. Das ist aber eine politische Frage. Sobald das jetzige Modell der direkten Finanzierung der Kirche durch den Staat aufgehoben wird, müsste das Erzbistum, wenn es dann auch noch die Gebäude in Stand halten will, mit weniger Geld zurechtkommen. Also wie sieht da muss man die Frage dafür präzisieren. Es ist nicht das Erzbistum, sondern die Gebäude sind dann Gebäude der Pfarreien. Die Frage ist auch hier, meines Erachtens ideologisch verkürzt. Das Erzbistum ist der reine Eigentümer von einem Haus, wo das eben als Sitz der Kurie dient. Die anderen Gebäude sind Pfarrkirchen und die sind auch in der Logik von der katholischen Kirche Eigentum der Pfarrei. Und damit ist auch klar, die Verantwortlichkeit, primär verantwortlich für das Pfarrgebäude, sind die Gläubige von einer bestimmten Pfarrei. Aber wie sollen die einzigen Pfarreien dann noch zusätzlich ihre Geistlichen zahlen? Die Katecheten zahlen, die Messen also zahlen. In Italien geht es. Es ist möglich. Es gibt halt eine andere Kirche. Also andere Kirche, es gibt halt vielleicht wieder Freiwilligenarbeit. Mehr als jetzt. Es ist möglich. Vermutlich würden auch Sie weniger verdienen. Das ist auch möglich. Ich verdiene auch jetzt schon relativ im Vergleich weniger als die Geistlichen in der Pfarrei. Vieles ist möglich. Aber wie gesagt, das sind alles Hypothesen, über die man spekulieren würde. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Eine Frage noch am Schluss. Was schätzen Sie, zu welcher Lösung es voraussichtlich kommen wird und wo wir in 10 Jahren stehen? Also wenn ich realistisch bin, dann würde ich sagen, dass ich vermutlich kein anderes System mehr erleben werde. Wenn ich optimistisch bin, dann würde ich mir wünschen, dass wir in 10 Jahren eine Entflechtung hätten. Aber ich sehe im Moment keinen politischen Willen in der Richtung. Von der katholischen Kirche aus ist der Wunsch ist klar, wir haben das auch klar geäußert. Auch der apostolische Stuhl hat das der Regierung gegenüber geäußert. Wirklich realpolitisch gesehen, ich keine Änderung in den nächsten paar Jahren. Alles Gute, vielen Dank. Bitte sehr.